Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Heute werden wir ein solches Unterwasserfeuerwerk veranstalten und was ihr alles dafür braucht, das zeige ich euch jetzt. Für unser Unterwasserfeuerwerk brauchen wir ein gläsernes Gefäß. Wichtig ist, dass man da durchschauen kann. Dann brauchen wir noch flüssige Lebensmittelfarbe, Wasser und Öl. Zuerst füllt ihr euer durchsichtiges Gefäß mit Wasser, am besten, dass noch oben ein Stückchen frei ist, also etwa 2/3 mit Wasser. Dann gießt ihr etwas Öl in euer Gefäß. Das Öl wird sich dann an der Wasseroberfläche ablagern, weil sich Öl nicht mit Wasser vermischen lässt. Die Schicht von dem Öl sollte etwa 1 bis 2 cm dick sein. Die Lebensmittelfarbe, die ich hatte, die war eher gelartig, deswegen habe ich die jetzt noch ein bisschen in Wasser gelöst. Und wir werden jetzt mit der Pipette, die ich jetzt noch dazu geholt habe, diese Lebensmittelfarbe da reintröpfeln. Die normale Lebensmittelfarbe aus der Tube ist auf jeden Fall eher flüssig, aber meine war gelartig, deswegen braucht ihr diese Pipette wahrscheinlich nicht. Damit ihr besser sehen könnt, was jetzt passiert, werde ich jetzt hier hinten noch ein weißes Papier dran stellen. Und ich beginne jetzt einfach mit der grünen Lebensmittelfarbe und tropfe sie hier ins Wasser. Dann mache ich mit Rot weiter. Und anschließend nehme ich noch Blau. Und jetzt sieht man richtig, wie sich diese Farben in dem Wasser bewegen. Die sehen wirklich aus wie so kleine Quallen oder so. Und wenn dann die Farbe durch das Öl hindurchgedrungen ist, dann ist es wirklich wie so eine kleine Farbexplosion im Wasser. Deswegen auch ein Feuerwerk. Wir können jetzt hier noch nach Belieben weiter das Wasser bunt färben und das mache ich jetzt auch. So schaut unser Unterwasserfeuerwerk jetzt aus. Die Farben haben sich jetzt weitestgehend vermischt. Wenn man möchte, kann man jetzt das Wasser und das Öl einfach austauschen und nochmal loslegen und das Wasser bunt färben. Besonders interessant sieht auch die Wasseroberfläche bzw. diese Ölschicht aus. Da sind nämlich jetzt die ganzen Farbtropfen noch drauf, die nicht in das Wasser gelangt sind. Die sehen so ähnlich aus wie Fischeier oder so, also richtig glibberig. An einzelnen Farben gibt es jetzt hier nicht mehr viel zu erkennen, deswegen habe ich auch den weißen Hintergrund wieder weggemacht. Vielleicht habt ihr mal Lust, dieses Farbexperiment nachzumachen. Es war wirklich super einfach und es hat jede Menge Spaß gemacht. Ihr könnt natürlich Farben nehmen, die ihr gerne mögt und dann schauen, welche Farbe am Ende dann rauskommt. Also quasi auch so eine Farblehre. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!